Meine Damen und Herren, wenn ich Filmproduzent wäre oder Trivialautor oder Sensationsjournalist oder grundsätzlicher Kritiker des Papsttums, dann würde ich auf einen jeden Fall eine Päpstin Johanna für geradezu zwingend notwendig halten. Sex sells, könnte man sagen. Und was wäre Schlüpfrigeres denkbar, als eine junge, noch dazu hinreichend gut aussehende Frau an der Spitze eines Machtapparates, der aus alten Männern mit weißen Haaren und moralisch problematischen Begriffen besteht? Jedenfalls stellen wir uns das so vor. Aus solchen Überlegungen speiste sich 1996 der Bestseller Die Päpstin der Amerikanerin Donna Cross und 2009 dessen Verfilmung durch Sönke Wortmann mit der großartigen Johanna Wokalek in der Hauptrolle. Johanna natürlich. Aber die Geschichte von der angeblichen Päpstin hat eine lange Geschichte und sie hatte ihren Ort in einer Papstkritik, die weit in das Mittelalter zurückreicht. Die Elemente dieser Geschichte sind sexistisch und frauenfeindlich, vor allem sind sie erstaunlich monoton und das macht es einfach, die Geschichte zu erzählen. 1277 veröffentlicht der Dominikanermönch Martin von Troppau, damals Inhaber eines hohen Amtes am Papsthof in Rom, eine ausgesprochen populär gewordene Chronik der Kaiser und Päpste, vielleicht das meistgelesene Geschichtsbuch des Mittelalters überhaupt. Darin berichtet er von einer angeblichen Päpstin namens Johanna, die während einer Prozession durch das Rom des 9. Jahrhunderts eine Sturzgeburt erlebt und am Straßenrand entbunden habe. Martin von Troppau gibt dieser Geschichte gleich zwei verschiedene Ausgänge. Entweder enden die Päpstin und ihr Neugeborenes durch sofortigen Tod noch am Straßenrand oder sie werden in ein Kloster verbannt. Die zweite Version wäre mir entschieden die liebste, dann könnte Donna Cross demnächst die Tochter der Päpstin schreiben. Dass es ältere Erzählungen ähnlichen Inhalts gibt, sei nur knapp erwähnt. In ihnen hatte die Päpstin noch keinen Namen, soll angeblich entweder zwei Jahrhunderte vorher oder später amtiert haben, kein Kind bekommen haben. Seit dem 17. Jahrhundert nun gilt diese Geschichte als absolut erfunden, vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Vor allem ist in der durchweg bekannten Abfolge der Päpste seit dem 9. Jahrhundert an wirklich keiner einzigen Stelle ein zeitlicher Platz, indem man den Pontifikat einer solchen Päpstin würde unterbringen können. Es gibt keinerlei Zeugnisse ihres Wirkens, keinen Hinweis in irgendwelchen Schriftstücken, die nicht auf Martins Chronik und seine Erzählungen zurückgehen. Dafür gibt es aber hinreichend viele Anknüpfungspunkte, dass gerade im 13. Jahrhundert eine solche Geschichte geglaubt werden konnte. Kurz vor der Niederschrift von Martins Chronik war mit Papst Clemens IV. Eine der vielleicht widerlichsten Gestalten auf der Kathedra Petri gestorben. Zu dessen noch weniger schlimmen Aussagen über missliebige Zeitgenossen der Ausspruch gehört, die staufischen Könige seien nichts als, Zitat, stinkende Kadaver von Pestmenschen, Ende des Zitats. Martin von Troppau war ein Stauferfreund, muss man dazu sagen. Seine Erfindung einer Päpstin war Zeitkritik an einem moralisch aus dem Ruder gelaufenen Papsttum seiner Jahre. Jüngst nun hat ein vermeintlicher Spezialist die Frage wieder neu aufgegriffen. Kurz gesagt nur dies dazu. Ein Schweizer Ägyptologe, der als Privatgelehrter und gelegentlicher Lehrbeauftragter an einer westaustralischen Provinzuniversität mindestens fragwürdige, wenn nicht unsinnige Bücher schreibt, wie mir mein Freund versicherte, der Ägyptologieprofessor ist, hat sich der Sache angenommen. Und dieser Privatgelehrte folgert aus einer falsch gelesenen Umschrift einer Münze des 9. Jahrhunderts, es habe eben doch einen Papst namens Johanna gegeben, für die Lateiner unter ihnen. Er bezeichnet den Genitiv Johannis als zu Johanna gehörig. So etwas richtet sich selber. Mit demselben Recht könnte man auch behaupten, unsere Bundeskanzlerin sei engelsgleich. Schließlich heißt sie Angela.